Das Geschäft mit den Koks-Taxen boomt in Deutschlands Großstädten. Ein Anruf, eine SMS oder Telegram-Nachricht genügt und binnen weniger Minuten steht der Dealer vor der Haustür. Es geht um einen sogenannten Kokain-Lieferservice, ein Kokain-Koks-Taxi genannt. Mit einem Großaufgebot drückt die Polizei gleichzeitig an mehreren Orten der Hauptstadt an. Ermittler sagen, noch nie ist so viel Kokain auf dem Markt gewesen und noch nie war es einfacher, an den Stoff heranzukommen. In Metropolen wie hier in Berlin macht man es mittlerweile so, einfach das Handy rausgeholt, eine Nachricht geschrieben und schon kommt ein sogenanntes Koks-Taxi vorgefahren. Lilly von der Osten, Nico Nölken und Till Biermann mit Recherchen über diesen kriminellen Lieferservice. Berlin, 14. Dezember, 6 Uhr in der Früh, Razzia im Morgengrauen. Mit einem Großaufgebot drückt die Polizei gleichzeitig an mehreren Orten der Hauptstadt an, durchsucht 14 Gebäude, 12 Autos, sogar Zellen der JVA filzen die Ermittler. Im Mittelpunkt der Razzia ein Berliner Clan, der Koks-Taxis organisiert und damit Millionen verdient. Das Spezialkommando nimmt 4 Männer fest, 2 Tatverdächtige sitzen bereits wegen Koks-Taxis im Gefängnis, ein weiterer Täter ist auf der Flucht. Es geht um einen sogenannten Kokain-Lieferservice, ein Kokain-Koks-Taxi genannt. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, sich zusammengeschlossen zu haben und arbeitsteilig so einen Kokain-Lieferservice betrieben zu haben. Berlin, 26. November, 1 Uhr nachts. Am Alexanderplatz stoppen Zivilfahnder 2 Jugendliche in einem Auto. Zuvor beobachten die Ermittler immer wieder Personen, die in den Kleinwagen des Duos einsteigen und nach wenigen Minuten das Auto verlassen. Ein Koks-Taxi. Die Polizisten stellen abgepacktes Kokain, weitere Drogen und Bargeld sicher. Festnahme. Das Geschäft mit den Koks-Taxen boomt in Deutschlands Großstädten. Ein Anruf, eine SMS oder Telegram-Nachricht genügt und binnen weniger Minuten steht der Dealer vor der Haustür. Und seit der Pandemie läuft das Geschäft besonders gut. Noch nie zuvor konsumierten die Deutschen so viel Kokain wie im Jahr 2021. Und was macht die Politik? Vergangenes Jahr interviewen Bildreporter die damalige Bundesdrogenbeauftragte. Da muss ich jetzt mal die Berliner wirklich loben. Die Polizei ist voll reingegangen sofort gegen diese sogenannten Koks-Taxis, hat schnell reagiert, sehr intensiv kontrolliert. Mit der Folge, dass es die Koks-Taxis jetzt nicht mehr gibt. Wirklich? Wir machen den Test. Hier in Berlin gibt es Dutzende Gruppen auf Telegram, die mir Koks bis vor die Haustür liefern wollen. Und die haben dann ganz harmlose Namen, wie beispielsweise The Candy Shop oder Fruit Store. Wir gehen jetzt mal in einen dieser Gruppen rein, zum Beispiel High SpongeBob Berlin. Da kann man in ganz Berlin bestellen zwischen 12 und 1 Uhr. Und ja, die Anbieter werben mit schneller und sicherer Lieferung bei einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Um das Ganze zu bestellen, gehe ich hier auf den geheimen Chat und schreibe jetzt einfach dem Anbieter, der vor 3 Minuten zuletzt online war. Und er antwortet schon, schreibt direkt klar. So, er hat mir jetzt das Menü geschickt und ich frage einfach mal, wie schnell kannst du in Berlin-Mitte sein? So, jetzt tippt er wieder, schreibt sehr schnell und will die Adresse direkt haben. Nur ein paar Klicks und das Kokain wäre geliefert. Doch nicht nur Telegram ist bei den Dealern beliebt. Besonders dreist, sogar Visitenkarten verteilen die Drogenkuriere inzwischen an ihre potenzielle Kundschaft. Als ich vor 2 Tagen in Mitte unterwegs war, bot mir ein junger Mann Kokain an in einer Bar. Und jetzt versuche ich mal, dort anzurufen, zu schauen, ob diese Nummer überhaupt noch geht. Hallo, hier ist Till. Hallo, hier ist Till. Ich habe die Visitenkarte bekommen vor 2 Tagen. Und? Grüß dich mal, lieber. Ja, und ich wollte gern Obst kaufen. Ja, mein Lieber. Wo bist du? Ich bin jetzt in Kreuzberg. Ja, du mir gefallen. Schreib mir mal aus der Adresse, was mit der Adresse und dein Name. Okay, und was sind denn so die Preise oder besprechen wir das dann? Der Weg vom Koks-Taxi zum Konsumenten ist der letzte kleine Schritt auf einem langen Weg. Hinter dem Kokain steckt ein weltweit agierendes kriminelles Netzwerk.
Hauptproduzenten des Kokains sind die südamerikanischen Länder Peru, Bolivien und Kolumbien. Auf Containerschiffen transportieren Kartelle die süchtig machende Droge. Über den Atlantik geht es beispielsweise zum Hamburger Hafen. Im großen Stil kaufen sich dort kriminelle Clans ein und beliefern ihr deutsches Netzwerk. Die Fahrer der Koks-Taxis sind in den meisten Fällen nur kleine Handlanger der organisierten Kriminalität. Für einen geringen Anteil am Gewinn liefern sie Koks rund um die Uhr und die Clan-Bosse kassieren ab. Im Jahr 2019 wurde in Berlin täglich mehr als 4 Kilogramm Kokain konsumiert. Bei einem Straßenverkaufswert von 100 Euro pro Gramm macht das 400.000 Euro pro Tag. 14. Dezember. An einem geheimen Ort in Bayern verbrennen Polizisten 1,5 Tonnen sichergestelltes Kokain. Marktwert auf den Straßen Deutschlands 270 Millionen Euro. In Bananenkisten schmuggelten Kartelle die Drogen ins Land, um sie hier von einem albanischen Clan weiter verkaufen zu lassen. Ich halte hier in meiner Hand an diesen Kokainziegel und die Täterseite hat in unserem Ermittlungsverfahren Paraguay diese Ziegel in Bananenkisten eingebracht. Und in derselben Menge, wie die Ziegel in die befüllten Bananenkisten eingebracht wurden, wurden die Früchte entnommen, sodass es nicht auffällt vom Gewicht her, dass da was anderes drin ist als ursprünglich vorgesehen. Lagerarbeiter eines Supermarkts fanden das Rauschgift. Kurz danach nehmen die Beamten die albanischen Drogenbosse fest. Die Dealer im Knast, das Kokain in der Müllverbrennungsanlage. 2 Tage später in Hamburg. Auch Zollfahnder präsentieren stolz ihre Beute. 360 Kilogramm Kokain, welches sie in einer Traubenkiste aus Peru finden. Verpasster Gewinn der Koksdealer, 40 Millionen Euro. Bayern, Hamburg und Berlin Fahndungserfolge. Doch der Kampf gegen den Kokainhandel scheint endlos. Insbesondere durch die einfache Verfügbarkeit des Rauschgifts floriert das Geschäft. Ja, es dauert nicht mal eine Minute, dann fährt der Fahrer des Koks-Taxis zu mir los und bringt es vor die Tür. Allein in Berlin liefen bis Mitte November bereits 728 Ermittlungsverfahren gegen Verdächtige im Zusammenhang mit Koks-Taxen. 55 Mal durchsuchen Ermittler Gebäude, mehr als 30 Mal klicken die Handschellen. Doch die Party scheint kein Ende zu finden.